Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von AirTrack Ultimate. Mein Name ist Christian Troschke. Ich möchte euch in diesem Video das Airbag S vorstellen. Ja, wenn ihr es gekauft habt, ist es in einer Tasche drin, ähnlich wie ein AirTrack. Dann rollt ihr es einfach aus und stellt es an den Punkt, wo ihr es gerne benutzen wollt. Als nächstes, folgt mir mal, wird es ähnlich wie ein Hüpfeburg an dieses Dauergebläse angeschlossen. Dauergebläse heißt, es ist nicht wie ein AirTrack, was die ganze Zeit ohne Luft befüllt werden muss, sondern braucht die ganze Zeit Luft über dieses Gerät. Wird hier einfach angeschnallt. Und dann ist die Sache fertig. In Strom stecken und einschalten. Bevor ich es anschalte, zeige ich euch noch ein paar Features, was dieses Gerät hat. Zum einen gibt es unten die Möglichkeit, an allen Ecken das Gerät zu fixieren, dass es nicht wegrutscht. Kann man zum Beispiel an einen Trampolin stellen oder im Garten festmachen. Des Weiteren, hier ist gleich ein Klett vorgesehen, um es an einen AirTrack HP 20 oder HP 30 anzuschließen, also 20 oder 30 cm Höhe. Des Weiteren lassen sich diese Seitensheets alle tauschen gegen andere Seitensheets, wo euer Logo drauf ist oder welches ihr auch immer haben wollt. Was man noch wissen sollte, dann bin ich auch schon fast fertig. Über diese Kanäle kann man Luft während des Betriebs ablassen. Wenn sozusagen mehr Kammern offen sind, davon gibt es insgesamt 6 Stück, 3 auf dieser Seite und 3 auf der anderen Seite, dann entweicht mehr Luft aus dem Airbag S und es ist dann natürlich weicher. Man muss natürlich beachten, wenn es zu weich ist, kann man auf dem Boden durchfallen. So, und jetzt zeige ich euch, wie es angemacht wird und ruckzuck ist es dann voll. Pass auf! So, das Gerät ist jetzt in wenigen Sekunden betriebsbereit. Ich zeige euch nochmal die Kammern, kommt mal mit. Wenn ich das jetzt hier aufmache, kommt natürlich mehr Luft raus. Und das Gerät ist weicher, gibt mehr nach. Mache ich es zu, ist es fester. Ja, mehr ist eigentlich schon an der Stelle nicht zu sagen. Ich mache es wieder aus und zeige euch noch eine Sache. Wenn das Gerät abgebaut wird, nimmt man natürlich das Gebläse wieder ab und zusätzlich kommt man mit. Hier auf dieser Seite noch die anderen Kammern, plus natürlich auch ein Ventil und man kann dann hier über den Reißverschluss die Luft schneller entweichen lassen und kannst dann schneller wieder zusammenrollen. Dann wird es einfach eingerollt wie ein AirTrack und wieder zurück in die Tasche. Was man vielleicht noch wissen sollte, das Airbag S besteht aus vielen kleinen Pylonen, die dort eingebaut sind, sodass die Druckverteilung überall gleich ist. Egal an welcher Stelle man landet, man hat dann sozusagen immer fast eine perfekte Abfederung, die dann nicht nur genau in der Mitte gegeben ist, sondern auch am Rand. Das ist eigentlich alles, was man dazu wissen muss. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare und unter den Links könnt ihr es bei uns auf der Webseite gerne bestellen. Viel Spaß und einen schönen Tag noch.